Ja, hallo, willkommen zurück zum einzig regelmäßigen Format auf diesem Kanal. Was hat Tamato zu Weihnachten bekommen? Wir gehen wieder vom Schlechtesten bis zum Besten und fangen an mit DC, die Comics Enzyklopädie. Da drinnen finden wir tolle Superhelden, wie zum Beispiel den Mr. Terrific. Ich habe diverse PS1-Spiele bekommen, darunter G-Darius, ein Flugsimulator der etwas anderen Art. Man fliegt da und kämpft gegen Roboterfische und die Musik hat mich verstört, weil die ist echt gruselig. Auf der PS1 auch dabei Parappa der Rapper, so ein kleiner Hund mit einer Mütze und der schaut immer so runter auf das PlayStation-Logo. Auf der Rückseite sieht man, da ist die Blume, Sunny heißt sie, der ist halt komplett narrisch auf die. Und die sind beide so gestretched, wahrscheinlich, dass es den Onscha ärgern. Dieses Spiel hat mich verstört. Schon im Intro wird gesagt, drill as fast as you can. Man spielt einen kleinen rosa Bob namens Mr. Driller und der drillt sich immer so durch Schokopudding und sowas. Es ist ein bisschen grauslich, viel Jello und auch ein Level mit Käse. Ich habe nur den 500 Meter Arcade Mode geschafft. Der 1000 Meter Arcade Mode ist mir zu schwer. Dieses Spiel habe ich mir auf der Retro-Börse gekauft. Musste es dann aber nicht zahlen, weil es war ein Geschenk zu Weihnachten. Earthbound Jim, der Verkäufer von diesem Spiel, hat mir gesagt, es ist sehr, sehr schlecht. Deswegen ist es auch noch original verpackt und ich habe es noch nicht getestet. Aber wenn ich mir so diesen Wurm anschaue, schaut das aus wie ein prächtiges Spiel. Muss ich dann noch testen. Ah, lege ich gleich ein. Dieses Spiel ist bei mir nicht sehr beliebt. Es ist Breakout. Man spielt einen kleinen roten Menschen von Pong aus dem Atari-Original, glaube ich, ist es von Atari. Und dann hat man noch den Bösen, der heißt Buttnix. Also ich habe das erst vorgestern mit dem Onja durchgespielt. Das ist doch so eine nervige Kugel, der heißt Coach Steel. Und der ist noch schlimmer als der Hund von Duck Hunt, weil immer wenn du verlierst, lacht er dich aus und sagt, du bist ein Anfänger, ein Newcomer. Aber wenn du gut bist, dann sagt er, Und dann zwinkert er dir zu und sagt, du bist ein Superstar. Alles in allem, Müll. Street Fighter X3. Nicht zu verwechseln mit Street Fighter 3 oder mit Street Fighter Alpha 3. Das ist eine ganz interessante Street Fighter Edition. Es ist ein bisschen 3D, aber wenn man es sich so anschaut, wenn man es vergleicht mit so Alpha 3, was mein Lieblings-Street Fighter ist, wirkt es ein bisschen so billig. Und es war auch billig und deswegen ist es okay. Das hier wird euch wundern. Das ist ein Famicom-Spiel. Es heißt 48 in 1. Es ist ein bisschen so ein, wie sagt man, ein Bootleg-Spiel. Da sind Spiele drauf, zum Beispiel ist hier eine komplette Liste. Da ist zum Beispiel drauf Happy Birthday. Als ich das gesehen habe, hab ich schon gewusst, dass ich das kaufen werde. Außerdem ist English Edit oder auch Poker, nochmal Poker, sogar zweimal. Mine, Solitär. Triple Jump A, Triple Jump B, High Jump B, High Jump A, Triple Jump B, nochmal. Ja, so irgendwie in Taiwan und ganz billig und voll schlecht. Aber es interessiert mich, was da so drauf ist. Ich will, sage ich nur, wegen Happy Birthday. Deswegen habe ich es gekauft. Außerdem mit dabei, Socken von Star Wars. Da ist drauf der Sturmtruppler und der Lord Vader. Und da ist noch drauf die drei Helden von dem neuen Star Wars. Zieh ich mir jetzt an. Außerdem habe ich bekommen Süßigkeiten. Und jetzt kommt die Hauptattraktion, das beste Geschenk. Ein Drucker von Kanon. Druckt Papier und noch viele andere Materialien. Das waren jetzt eigentlich schon alle Geschenke, die ich bekommen habe. Bis zum nächsten Jahr. Die Videos, die jetzt dazwischendurch kommen, sind nicht wirklich sehenswert. Aber nächstes Jahr kommt wieder, was hat Tamato zu Weihnachten bekommen? Das wichtigste Format auf diesem Kanal. Ich bin der Tamato, das ist die Bilby Show. Bilby steht für Balthasar Lelchior Kaspar. Happy New Year!